Aktuell gilt wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. Noch größere Sorgen bereitet aber die Stickstoffdioxidbelastung. Die sorgt schließlich für die Fahrverbote. Um diese in Stuttgart zu verhindern, haben das Land, die Stadt Stuttgart und 9 große Arbeitgeber heute das Bündnis für Luftreinhaltung unterzeichnet. Die Firmen, darunter Porsche, Daimler, Mahle, Bosch und die AOK, verpflichten sich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Schadstoffbelastung zu verringern. Mitarbeiter, die zwischen Wohnort und Arbeitsplatz pendeln, soll so zum Beispiel ein Zuschuss für den öffentlichen Nahverkehr gezahlt oder Homeoffice-Arbeitsplätze ausgebaut werden. Außerdem will das Bündnis den Lieferverkehr umweltfreundlicher gestalten.